Zerbrich dir nicht den Kopf, sei ganz entspannt. Zeig ihm dein wahres Ich. Ich habe mich gefragt, was für Weisheiten ich den jungen, hellen Köpfen von morgen vermitteln kann. Und ich möchte ihnen sagen, sei der, der du sein willst. Sie sollten herausfinden, an was sie glauben. Das macht sie ehrlich, sogar zornig. Ich glaube an dich, Sam. Erkenne den Kern deiner wahren Persönlichkeit. Sollten Sie Ihr sauberes Image pflegen? Meine Mutter hat mir von Anfang an beigebracht, für die Gerechtigkeit zu kämpfen und die Schwachen zu beschützen. Das gefällt mir, das verkaufen wir. Selbstvertrauen, Hoffnung, Optimismus. Denn das ist Ihr bester Aktivpost. Gebe ehrlich deine Schwächen zu. Aber aktiviere deine Stärken. Denn in Wahrheit kannst du nur du sein. Sei du selbst. Wer immer das auch ist. Danke sehr. Ist gut, sehr gut. Darin alle zum Narren zu halten. Also der richtige Mann für den Job. Jeder hat eine dunkle Seite, die man normalerweise nicht sieht. Zwei FBI-Agenten wollen Sie sprechen. Sieh zu, dass du aus der Scheiße rauskommst. Aber bald werden alle wissen, wer sie wirklich sind. Ich würde an ihrer Stelle vorsichtig sein. Sie stochern doch nur herum. Schreib kein Wort. Es geht um dich. Du willst dein Ticket an die Spitze nicht verlieren. Sam, ich würde gern über dein Reißverschlussproblem sprechen. Sie wollen glauben, dass du besser bist als sie. Dieser Fall hat zwei Seiten. Sie brauchen dieses Märchen. Es ist mein Ziel, den Menschen zu helfen. Ich habe nie gesagt, dass ich besser bin als sie. Jeder erwartet, dass du den Scheißposten erhältst. Auf Sam! Wir hatten uns große Ziele gesetzt. Die werfen wir jetzt nicht weg. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um sich an Überraschungen zu gewöhnen. Erinnerst du dich, was wir alles geplant haben? Welche Ziele wir uns gesetzt haben, das dürfen wir nicht wegwerfen. Menschen brauchen ihre Helden. Geben wir ihnen einen.